Herzlich willkommen bei Durchstarter, dem Karrieremagazin der Salzburg AG. Und wir kommen auch gleich zu unserem ersten Thema und das kennen wahrscheinlich besonders gut junge Familien. Es geht um Familie und Beruf und wie man das Ganze unter einem Hut bekommt, besonders wenn man kleine Kinder hat, zeigen wir Ihnen in Kürze. Denn die Salzburg AG als einer der größten Arbeitgeber des Landes hat Maßnahmen gesetzt, um eben diesen Spagat besonders gut zu schaffen und vor allem auch stressfrei. Berufliche Chancen und familiäre Bedürfnisse optimal miteinander vereinbaren zu können, wird eine immer größere Herausforderung. Seit 2012 trägt die Salzburg AG bereits das Gütesiegel für Beruf und Familie. Dieses bekommen Unternehmen, die sich maßgeblich für eine familienfreundliche Personalpolitik auszeichnen. Als einer der größten Arbeitgeber im Land Salzburg sind wir uns dieser Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern sehr wohl bewusst. Und deswegen spielt auch so diese Vereinbarkeit, Beruf und Familie eine ganz, ganz besondere und ganz, ganz wichtige Rolle. Vor allem Familien brauchen Flexibilität. Deshalb setzt die Salzburg AG gerade im Bereich flexible Arbeitszeiten viele unterschiedliche Maßnahmen. Diese flexiblen Arbeitszeitmodelle, die zeigen sich zum Beispiel in sehr attraktiven Gleitzeitmodellen. Das hat sehr kurze Kernarbeitszeiten und es ermöglicht einfach den Mitarbeitern, da alles unter einen Hut zu bekommen. Wir rollen jetzt ganz aktiv die neue Homeoffice-Regelung aus. Es gibt jetzt momentan die Mischkonstellation, dass einige Mitarbeiter hier sind, einige Mitarbeiter eben von daheim. Das stellt uns vor neue Herausforderungen, aber es gibt einfach die Möglichkeit und das immer. Das sage ich auch ganz glücklich damit. Norbert Dorfinger ist Vater von zwei Kindern und nutzt regelmäßig das Kinderzimmer der Salzburg AG, einen Arbeitsplatz mit Spieleparadies. Das Kinderzimmer ist eine Möglichkeit bei uns in der Salzburg AG, kann gebucht werden, wie jeder Besprechungsraum bei uns in der Firma. Wenn jetzt zum Beispiel die Frau einen Arzttermin hat, hier in Salzburg, ein Klassiker, und die Kinder zu beaufsichtigen sind, reserviert man den Raum, man kann seiner Arbeit nachgehen, die Kinder können spielen, sie haben unzählige Möglichkeiten, hier sich zu beschäftigen und es funktioniert wunderbar. Es gibt die Möglichkeit eben auch das Kind zu wickeln, es kann da schlafen, man kann dort essen, es gibt eine Mikrowelle, es gibt auch Essgeschirr. Ich schätze sehr die Flexibilität des Arbeitgebers, das Reagieren auf die unterschiedlichen Bedürfnisse, es ist auch nicht jede Familie gleich. Es gibt immer wieder die unterschiedlichsten Anforderungen und hier reagiert die Salzburg AG sehr flexibel und sehr familienfreundlich. Als Angebot für ganz junge Familien hat man sich den Baby Brunch einfallen lassen. Das ist ein Frühstück, das findet momentan alle 2 Jahre statt, richtet sich an Mütter und auch Väter mit Nachwuchs von bis zu 3 Jahren. Die dürfen also an diesem Tag ihren Kinder mit an den Arbeitsplatz bringen. Das ist ganz spannend, weil die Kinder auch einfach mal sehen, wo sind denn Mama und Papa den ganzen Tag. Es ist auch deswegen ganz spannend für die Teilnehmer, weil die haben einfach so ein Netzwerk unter Gleichgesinnten, können sich da austauschen. Größere Kinder können in den Ferien das RoboCamp besuchen, bei dem das spielerische Lernen im Vordergrund steht. Und da können eben Kinder auf ganz spielerische Art und Weise, wird ihnen dabei gebracht, so Informatik und Mathematik einfach kennenzulernen und sind da ganz stolz, wenn diesen kleinen Roboter dann auch programmieren dürfen. Wir möchten natürlich ein positives Arbeitgeber-Image kreieren, um dann auch im Wettbewerb um die qualifizierten Mitarbeiter ganz gut zu bestehen und die Besten natürlich für oder die Bestgeeigneten für uns zu finden. Ein familienfreundliches Arbeitsumfeld, agiles Arbeiten und flexible Arbeitszeiten. Die Salzburg AG setzt zahlreiche Maßnahmen, die nicht nur zur Zufriedenheit der Mitarbeiter führen, sondern vor allem auch zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Unsere neuen Kolleginnen und Kollegen beginnen offensichtlich im Kinderzimmer der Salzburg AG. Und wenn man dann auch noch sein Hobby zum Beruf macht, dann hat man natürlich gewonnen. Einer davon ist Simon Körbler. Der hat eben sein Hobby zum Beruf gemacht, ist begeisterter Traktorschrauber und hat jetzt als Nutzfahrzeugtechniker in der Salzburg AG eine Lehre begonnen. Naturverbunden, bodenständig und technikinteressiert. Das ist Simon. Grüß euch, ich bin der Simon, ich bin 18 Jahre alt. Ich war schon immer sehr an der Landwirtschaft interessiert und habe schon viel an Traktoren rumgeschraubt. Und ich habe jetzt einen Beruf gefunden, wo ich das alles machen kann. Denn Simon macht eine Lehre zum Nutzfahrzeugtechniker mit Systemelektronik in der Obus-Werkstatt in Salzburg und lernt hier so einiges. Also man lernt eigentlich vom Werkstatt zusammenräumen bis zu gräberen Arbeiten wie Bremsen machen. Heute müssen wir bei unseren neuen Busse beim Hess einen Stangendruck einstellen und beim Kompressor, beim Lufttrockner die 2 Filterpatronen tauschen.
Erst schraubt Simon mit dem Filterband die Patrone herunter. Schauen, dass es gereinigt ist. Nachher tun wir zwei neue Tichtringe rein, die tun wir ein wenig einfetten. Und nachher schraufen wir es wieder auf. Der regelmäßige Tausch der Filterpatronen ist enorm wichtig. Also ein Lufttrockner ist dafür da, dass er die Feuchtigkeit aus der Luft herausfiltert. Und wenn man das nicht macht, kann es passieren, dass die Leitungen im Winter zugefroren. Dann stellt Simon noch den Stangendruck ein und kontrolliert alle wichtigen Schrauben. Also das Arbeitsklima darin ist sehr gut. Wir verstehen uns untereinander. Für die Zukunft hat Simon schon konkrete Pläne. Also jetzt bin ich dabei, dass ich mein Lehrfertig mache. Nachher mache ich als Erster die Gesellenprüfung. Wenn ich das gemacht habe, kann ich dann noch einen Master dranhängen und die Masterprüfung machen. Egal ob Traktor oder Obus. Mit viel Motivation, technischem Verständnis und Leidenschaft bringt Simon sämtliche Nutzfahrzeuge auf Vordermann. Alle Informationen zu Jobs bei der Salzburg AG finden Sie auf www.salzburg-ag.at/karriere. Gesunde und zufriedene Mitarbeiter sind ein Erfolgsfaktor für jedes Unternehmen. Die Salzburg AG setzt diesbezüglich Maßnahmen und hat schon zum 5. Mal das Gütesiegel Gesundheitsförderung erhalten. Betriebliche Gesundheitsförderung spielt mittlerweile in vielen Unternehmen eine zentrale Rolle. Die Salzburg AG als einer der größten Arbeitgeber des Landes setzt in diesem Bereich besondere Schwerpunkte und hat bereits zum 5. Mal das Gütesiegel für betriebliche Gesundheitsförderung erhalten. Generell lässt sich sagen, dass das Thema Gesundheit bzw. die Gesundheit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Salzburg AG einen sehr hohen Stellenwert hat. Ziel ist es, Krankheiten am Arbeitsplatz vorzubeugen, die Gesundheit der Mitarbeiter zu verbessern und das Wohlbefinden stetig zu steigern. Um das Gütesiegel Gesundheit zu bekommen, müssen Unternehmen Angebote bieten, die über die gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen hinausgehen. Also angefangen schon mal bei der gesunden Ernährung. Unsere Mitarbeiterkantine bietet uns wirklich gesunde und abwechslungsreiche Speisen und es wird auch sehr darauf geachtet, dass regionale und saisonale Produkte verwendet werden. Da fängt schon in der Früh an, wo sich der Mitarbeiter entweder Müsli oder ein gesundes Jausenbäckerl holen kann, bis hin zum Mittagsmenü, wo es auch ein großes Salatbuffet gibt. Es sollen Anreize geschaffen werden, damit die Mitarbeiter fit und aktiv sind. Auch jährliche Schwerpunkte zu physischer und psychischer Gesundheit, von Yogakursen bis zum wöchentlichen Lauftreff, sollen zur Gesundheitsförderung beitragen. Seit 2005 trainieren wir hier im Olympiazentrum in Rief zusammen. Die Einheiten sehen so aus, dass wir uns abends treffen. Ja, das sieht so aus, dass wir 45 Minuten kräftigen und da natürlich viele Muskelgruppen oder die Hauptmuskelgruppen durchmachen, sodass der ganze Körper vorbereitet ist auf das anschließende Lauftraining. Da steht natürlich das Herz-Kreislauf-Training im Vordergrund und hier werden verschiedene Inhalte gemacht von Lauftechnik über Intervalltraining bis hin zu ganz einfachen Longjogs. Voll super, also ich mache das, seit ich bei der Salzburg AG bin. Ich finde es voll wichtig, weil wir sitzen ja den meisten Tag vor dem Computer, bewegen uns wenig. Und deswegen finde ich es voll wichtig, dass es ein Sportangebot gibt oder ein Gesundheitsangebot. Neben Lauftreffs und Rückenfit-Kursen gibt es auch zielgruppenspezifische Maßnahmen. Letztes Jahr wurde unter anderem eine spezielle Gesundheitsschulung für unsere Obus-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen angeboten. Da konnten die Obus-Fahrer und Lenker gemeinsam mit Physiotherapeuten
mögliche Ursachen für mögliche Beschwerden gemeinsam eruieren. Mittels einfacher Übungen wurden dann den Obusfahrern Übungen zur Selbsthilfe gezeigt und es wurden auch die Sitze, also beziehungsweise die Fahrstühle, ergonomisch richtig eingestellt und halt immer individuell auf die Bedürfnisse des jeweiligen Mitarbeiters. Das Wohl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen liegt der Salzburger AG sehr am Herzen, denn ein Unternehmen kann langfristig nur erfolgreich sein, wenn es motivierte, gesunde und zufriedene Mitarbeiter hat. Alle Informationen zum Gesundheitsangebot der Salzburger AG finden Sie auf www.salzburg-ag.at. Das war Durchstarter, das Karrieremagazin der Salzburg AG und die nächste Ausgabe gibt es dann schon Anfang September. Bis dorthin wünsche ich Ihnen noch einen schönen Sommer.